Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video und heute mal mit einem Video von Freitag der 13. Und zwar werden wir uns heute mal die Virtual Cabin anschauen. Die ist jetzt schon einige Zeit im Spiel, aber dadurch, dass ich ja eine Weile inaktiv gewesen bin, was Freitag der 13. anging, aber jetzt doch wieder viel streame, wollte ich mich mal wieder weiter damit beschäftigen, habe heute Mittag mal ein bisschen Zeit da rein investiert. Und habe jetzt einiges gefunden und erstmal rausgefunden, was diese Virtual Cabin überhaupt ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich, wenn es geladen hat. So, wir sind jetzt in der Virtual Cabin angekommen und ich werde euch mal ein bisschen rumführen. Also das ist jetzt ja so eine Hütte, wo ihr auch diese ganzen Jugendleiter hier sitzen seht. Und die könnt ihr euch dann auch genau angucken, könnt euch ein bisschen was zu den Leuten durchlesen. Und ja, ihr könnt auch, weiß ich nicht, kann man die Türen öffnen? Nö. Aber man kann durchgucken. Okay. So. Ja, wie gesagt, ich habe mich mal Mittag ein bisschen beschäftigt und ich werde euch jetzt mal zeigen, was ihr hier so machen könnt. Weil wenn ihr jetzt ganz normal hier so rumlauft, könnt ihr nämlich nicht viel machen. Außer euch jetzt halt, wie gesagt, hier die Leute angucken, ein bisschen was durchlesen und so. Aber ihr könnt nicht wirklich was tun, großartig. Und wie ihr das Ganze ändert, zeige ich euch jetzt. So, ihr geht jetzt erstmal hier vorne an den PC. Und, ja, so. An den PC, zack. Und jetzt geht ihr erstmal auf Check for Updates. So, und jetzt werdet ihr aufgefordert, ein Passwort einzugeben. So. Nach langem Hin und Her habe ich das Passwort dann auch rausbekommen. Ich habe es erstmal mit Jason versucht und Crystal Lake. Aber das Passwort lautet Mother. Hätte ich eigentlich auch viel früher drauf kommen können. Sobald ihr jetzt Enter drückt, dann bekommt ihr die Virtual Cabin 1.1 Version. So. Und jetzt könnt ihr euch nämlich auch hinknien. Und ihr könnt jetzt auch Sachen aufnehmen. So. Das ist nämlich das, worum es jetzt eigentlich geht. Und dann kommen wir schon mal erstmal zu diesem kleinen, feinen Szenario. Denn ihr habt jetzt die Aufgabe, diese Rätsel zu lösen. Und zwar, auf den ersten Anschein sieht es ja so aus, als wäre der eine hier, weiß ich nicht, ob er tot ist oder schläft oder keine Ahnung, was er macht. So, und als ob Jason hinter diesen Figuren halt her wäre. So, als erstes sammeln wir jetzt die Figuren auf jeden Fall auf. Zum Beispiel mal gucken, wie das nochmal ging. So kann man die drehen mit X, so. Genau, Doppel-X, dann nimmt man die auf. So. So, und dann kommen wir direkt zum zweiten, denn hier in dieser Türe, die eben ja noch verschlossen gewesen ist, wenn ihr euch erinnert, findet ihr jetzt das zweite Rätsel. Oh, fuck, Alter. So, hier findet ihr jetzt das zweite Rätsel, wo auch wieder Figuren rumliegen. So, die Figuren nehmt ihr auch wieder mit. Komm her, so. Und jetzt könnt ihr in die Mitte diesen Jason vom ersten Bild hinstellen. So. Und hier drüben legt ihr den Kollegen mit dem schwarzen Hemd hin. So. Jetzt fehlt uns noch eine Figur. Die finden wir nebenan. Und zwar hier im Badezimmer. So. Und zwar seht ihr die Figur hier in diesem Karton. Die brauchen wir jetzt. So, die nehmen wir mit. So. Dann kommen wir wieder zu diesem Rätsel hier. Und fügen die Figur dann dort ein. So. Ich glaube, das war richtig. So, und jetzt müssen wir wieder zum ersten Szenario. Und hier stellen wir jetzt, na komm schon, stellen wir jetzt Jason in die Mitte. Jason ist immer in der Mitte. So, der Kollege kommt dahin. Und den legen wir dahin. Und zack, habt ihr direkt euer erstes Abzeichen. So. Und wo ihr dieses Abzeichen jetzt für braucht, beziehungsweise, gut, das seht ihr dann am Ende, wofür wir die brauchen, aber wo die hinkommen, zeige ich euch jetzt, und zwar hier in der Küche.
auf dieses Brett, seht ihr schon, da kommen diese Abzeichen hin. So. Und das erste Abzeichen habt ihr dann also jetzt schon. So, jetzt überlege ich gerade. Die zweite. Okay, genau, das zweite. Dazu nehmen wir jetzt hier dieses Bandana mit. So, das nehmen wir mit und gehen dann wieder in den Raum mit der Schlange hier. Und hier auf diesem Podest, da könnt ihr jetzt dieses Bandana ablegen. So, und es gibt noch mehrere Sachen zu finden. Jetzt muss ich nur mal eben überlegen, wo die nochmal waren. Ich glaube, wir müssen jetzt hoch. Hier unten gab es, glaube ich, erstmal, was wir brauchen. Ja, zumindest gibt es jetzt nichts, was wir brauchen, glaube ich. Nee, ich glaube, wir gehen nochmal hoch. Muss jetzt eben selber überlegen. Da waren nämlich einige Schritte, die man zu tun hatte. Wir gehen erstmal hier rein. So, ein sehr schöner Raum, wie ich finde. So, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, genau hier finden wir, ja, hier finden wir ein Tape. Und hier, ich weiß gar nicht, was hier drauf kam, mein Gott. Da waren so viele Sachen, die man gemacht hat. So, ich glaube, hier musste man rein. Ne, hier, hier gab es nur dieses Blatt. Achso, genau, hier ist dieses andere Teil, dieses andere Podest. Diese zwei gibt es halt noch. So, und ich glaube, es gab nur die zwei noch. Wo war jetzt das? Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Sorry. Bisschen am Schlauch. So, ihr nehmt diese blaue Kappe hier. So, und die kommt jetzt. Moment, die kommt jetzt, glaube ich, oben hin, ne? Ich selber überlegen hier. Ich glaube, die Kappe kommt jetzt. Kam die Kappe nochmal hin? Ne, die Kappe kam, glaube ich, hier hin, ne? So. Und dann brauchen wir noch etwas ganz Besonderes. Das finden wir auch unten. Aber wo lag das nochmal? Ich glaube, das lag hier auf dem Tisch, ne? Genau hier. Diesen Sheriff-Stern, genau. Den brauchen wir noch. So, mit dem gehen wir jetzt wieder hoch. Und legen den dann in dem Zimmer mit dem Zelt ab. So. Zack. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob das jetzt alles war. Moment, die Kappe liegt hier. Oder gab es noch eins? Ich glaube, nee, ich glaube, es gab noch eins, genau. Und die Kappe muss nach unten. Es gibt vier von diesen Podesten. So. Ja, die nehmen wir wieder mit. Also, der Sheriff-Stern liegt auf jeden Fall richtig drüben. Die Kappe kommt nach unten. Und ich glaube, in der Küche hinter der Tür steht noch so ein Ding. Und so, Moment, irgendwo, genau hier. Ups, hier, genau. So, hier steht noch so ein Ding. Da. Hier kommt die Kappe hin. Ach. So, die Kappe. So, und dann brauchten wir noch, Moment, die Kappe. Das Bandana. Den Stern. Was war es denn noch? Irgendein Teil war es noch. Kappe, Bandana, Stern. Moment, was war das denn noch? Irgendein Teil. Ach nee, hier ging ja nichts. Sorry, ich muss eben kurz überlegen. Genau, ich weiß es wieder. Wir müssen hoch. Haha. So. Und zwar oben. Jetzt weiß ich es wieder. Hier im Raum mit dem Zelt steht auch ein Schrank. So, und den könnt ihr aufmachen. Nicht erschrecken. So, und hier liegt ein Jojo drin. So, und der muss nämlich jetzt rüber in dieses Zimmer mit den Waffen hier. So, und der kommt nämlich jetzt hier drauf. So. Und dann habt ihr euer zweites Abzeichen. So. Und dann könnt ihr wieder in den Raum mit dem Zelt gehen, denn jetzt müssen wir Masken sammeln. Und zwar finden wir im Zelt hier direkt die erste Maske. Die müsst ihr mitnehmen. So. Und zwar brauchen wir die gleich für diese Wand hier, wo die ganzen Masken hängen. So, aber erst gehen wir runter, denn unten finden wir auch noch Masken. Und zwar eine finden wir hier im Kamin. Die seht ihr auch ganz offensichtlich schon da hängen. So, die brauchen wir. Und in dem Raum, wo wir dieses eine Rätsel gelöst haben mit der Schlange, findet ihr auch noch eine, und zwar hier im Karton. So.
Die müssen wir auch mitnehmen. Und dann müssen wir in die Küche. Dort können wir auch übrigens eben kurz unser Abzeichen platzieren. Wir brauchen nämlich Platz gleich. So. Und dann findet ihr hier im Raum. Wo war die Maske nochmal? Wo lag sie denn nochmal? War da auch eine Maske, glaube ich, ne? Moment. Oder stehe ich jetzt gerade am Schlauch? Ne, Moment. Ich habe doch jetzt schon alle Masken, oder? Mal gucken. Nein, doch, wir haben schon alle. So, genau, wir müssen jetzt wieder hoch. Und jetzt kommt es darauf an, die Masken richtig zu platzieren. So. Und zwar müssen wir erstmal, wir nehmen jetzt erstmal die Masken alle ab. Die brauchen wir nicht. So. Jetzt müssen wir die Masken richtig platzieren. So. Und zwar angefangen. Hier packen wir uns erstmal diese. Genau, diese Maske hin, die so ziemlich kaputt aussieht, sag ich mal. So, hier packen wir dann diese hin. So, hier kam. Welche waren das? War es die hier? So, okay, hier kommt die erste hin. Welche war das? Moment, die hier. Hier kommt diese kaputte hin. Und bei 3 kommt. Moment. War das richtig? Nee. Moment. Die müssen wir mal mitnehmen. Ich muss gerade selber überlegen, wie die nochmal angeordnet wurden. Ich glaube, die 3 waren richtig. Oder? Moment. Nee, Moment, ich glaube, ich muss die beiden tauschen, oder? Moment, die. Da kommt. Ich glaube, mir fehlt noch eine Maske, oder? Moment, die hier. So. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie rum die jetzt kommen. So, Moment. Hier kommt. Ich glaube, die hin. So. Ne, Moment, die hier, genau. Ich glaube, ich hab's gleich wieder. So, die kommt dahin. Diese kommt hier hin. Genau. Diese hier und diese hier. So. So, und dann habt ihr hier das dritte Abzeichen. So, warum ihr die eine Maske hier nicht aufhängen könnt oder müsst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das könnt ihr auf jeden Fall jetzt runterbringen. Und jetzt kommt ein Rätsel, was ich persönlich extrem schwierig und auch sehr langwierig fand. Denn ihr müsst jetzt an dieses Telefon gehen hier. Und dann müsst ihr zigmal diese Nummer anrufen hier. Und was dann passiert, werdet ihr dann gleich sehen. So, wir rufen erstmal die Nummer an. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 6, 1. 8. So. Crystal Lake Police Department. Hello? Hello? So. Und als ob das noch nicht gereicht hätte, rufen wir da jetzt direkt nochmal an. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Das ist halt extrem langwierig und auch nervig hier, dieses Telefon zu bedienen. Crystal Lake Police Department. Is anyone there? So, weiter geht's. 5, 5.
5, 5, 5, 5, 0, 6, 1, 8. Crystal Lake Police Department. No, it's probably just Ralph again. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es ist wirklich sehr, sehr nervig, dieses Telefon hier. Also dieses Telefonrätsel, sag ich mal. Also ihr ruft da echt ständig an jetzt. Look, Ralph, you're holding up the line. Stop calling. So, und dann immer nur für so 2 Sekunden, die ihr mal kurz antwortet. Und dann ruft ihr wieder 1000 Male an. Aber ihr seht gleich, warum das gut ist. So, 0, 6, 1, 8. Er ist schon hart angepisst, ne? 2, 3, 4, 5, 6, so. Also dieses Rätsel hat auch echt Nerven gekostet. Crystal Lake Police Department. Hello? Hey, how'd you get in here? Hey, stop right there! Don't. So, das ist genau das, worauf wir gewartet haben. Auf diesen Mord, den ihr da am Telefon mit anhört. Jetzt ruft ihr die Nummer noch einmal an. Und dann hat sich das Ganze auch, glaube ich, erledigt. Ich glaube, dann war die Leitung nämlich tot. Genau, das ist es, was wir wollten. So, jetzt gibt es noch eine Nummer, die wir anrufen können. So, und zwar ganz klassisch die... Oh, scheiße. Die 811, nein. Die 911. 911, what's your emergency? Hello, do you need police, ambulance or fire? Are you there? Do you have an emergency? Oh, und die Nummer spammt ihr jetzt auch einfach wieder zu. Ja, ruf man auch nochmal an, oder? Schöne Stimme hat sie doch. 911, what's your emergency? Breathe into the phone if you are in immediate danger. Ja, ich sehe tote Menschen. Okay, so 9. Wenigstens kann man die Nummer schneller wählen. 911, what's your emergency? Hello? They're calling again. It's coming from Crystal Lake. Isn't that the place? Shit. Hat die etwa Angst? Weiß die etwa, wer anruft? 911. What do you want from me? Hey there? Is this him? Ja, sie ist schon leicht ängstlich. He's here. Everyone's dead. Call 911. Hat sich erledigt mit 911. So, jetzt rufen wir noch einmal an. So, genau darauf haben wir gewartet. So, jetzt gibt es natürlich noch eine Telefonnummer, die wir anrufen können. So, dafür müssen wir wieder hoch in das Zimmer mit dem Z, glaube ich. Da lag der Zettel, glaube ich. Mal gucken. Genau, hier. So, da seht ihr schon
Institute of Mental Health. So, und oben links in der Ecke seht ihr auch die Nummer. Die werde ich mir jetzt mal kurz irgendwo aufschreiben, weil sonst vergesse ich die gleich wieder. So. Eben aufschreiben. Das war die 1555 713 1979. Jawohl. So. Okay, jetzt gehen wir wieder runter ans Telefon und dann geht's wieder von vorne los. Ich weiß, das ist echt hart nervig. Und wenn man gar nicht erst weiß, was man machen muss, dann dauert es noch länger. So, deswegen werde ich euch jetzt direkt zeigen, wie das funktioniert. So, 1, 2, 3, hier. So, dann die 7, 1, 3, 1, 9, 7, 9. Unger Institute of Mental Health, how may I help you? Can you speak up? Oh. So, auch hier heißt es natürlich wieder spammen, spammen, spammen. So, 7. Oh, scheiße, das war die falsche Nummer. Verdammt. Nochmal. So, 1, 5, 5, 5, 7, 1, 3, 1, 9, 7, 9. Unger Institute, Cheryl speaking. Hello? Is this for real? Ugh. Und noch einmal. So, okay, weiter geht's. Und noch einmal, weil es so schön war. Ich weiß, Leute, das ist echt hart nervig. Ich muss auch gestehen, ich habe selber heute Mittag ein bisschen im Internet recherchiert, weil ich hier auch einfach nicht vorankam. Get home now, Tommy. I've had just about enough of your delusion. Shit. Take off that mask, Tommy. It's not good for your progress. Tommy? So, dann rufen wir noch mal an. Das war's, was wir wieder hören wollten. So, jetzt gibt es natürlich noch eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt. So, die findet ihr hier. So, und zwar auf dieser, na komm schon, dieser Broschüre da. So, und zwar müsst ihr die einmal rumdrehen. So, und dann habt ihr oben wieder die Telefonnummer, um die es geht. So, ich schreibe mir wieder auf. So, 1555 689 2344. So. Und auch da rufen wir jetzt wieder an. Na. No.
1, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 2, 3, 4, 4. This is Lana. We are currently closed. You there? Billy? Look, I'm almost done. I'll meet you out back. Where are you? It's getting late. Ja, so. 1, 5, 5, 5, 6, 8, 9. 2, 3, 4, 4. Die Nummer wird letztendlich vernünftig wählen. Where are you? It's getting late. You don't want to miss Showtime, do you? Und nochmal. Moment, das war jetzt 2. Nein, falsch gewählt. Verdammt. Ich hasse, wenn man sich einmal verwählt, wenn man einmal zu viel drückt. Oh, also ehrlich jetzt. Dieses Telefon, ne? So, 1, 2, 3. 6, 8, 9, 2, 3, 4, 4. So, mein Gott, das war so eine schwere Geburt. Hurry up, alright? I wanna party. Kriegst gleich deine Party. Warte ab. Für ganz kurz ein, zwei Wörter muss man 1000 Dinger wählen hier. So, auch dort rufen wir jetzt noch einmal an. So. Und wenn wir dieses Geräusch hören, jetzt kommen wir zur letzten Telefonnummer. Ich wollte gerade sagen zum letzten Rätsel, aber das ist ja schon das letzte Rätsel. Also, nein, zur letzten Telefonnummer. Und diese Telefonnummer hat es wirklich in sich, Leute.
Ohne Hilfe, wenn ich selber mir keine Hilfe gesucht hätte, hätte ich diese Nummer gar nicht rausgefunden, beziehungsweise hätte ich die gar nicht entdeckt, glaube ich. So, und zwar müsst ihr jetzt hier in den Schränken, ich muss mal gucken, wo das selber war jetzt. So. Ne, hier nicht. Na komm schon. Genau, hier. So, dieser Krug hat zum Beispiel unten drunter eine Nummer, und zwar die 7. Ne? 7. März. So, und hier drüben war, glaube ich, auch noch irgendwo. Ja, genau, dieser D-Brille hat, glaube ich, auch irgendwo noch eine Zahl gehabt hier. Die 5. So. Und, ach, es gab noch jede Menge Sa andere Sachen. Aber weil ich mir die Nummer einfach jetzt aufgeschrieben habe und keinen Bock habe, jetzt alles wieder neu zu suchen, werde ich euch die Nummer jetzt einfach zeigen, indem ich jetzt am Telefon die Sachen wähle. Und ich blende sie euch dann auch mal ein, damit ihr die Nummer dann halt direkt habt, wenn ihr dieses Rätsel gerade jetzt selber lösen wollt. Weil ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, wo die ganzen Locations sind davon. So, dann wählt ihr die 1, die 5, die 5, die 5. Das ist immer das gleiche. So, dann wählt ihr die 3, die 4, die 2, dann die 9, dann nochmal die 2 und dann die 7, 7. So, und jetzt seht ihr, haben wir das vierte Abzeichen und wir haben das Telefonrätsel gelöst, Leute. Oh, endlich. So, wenn ihr das Ganze habt, dann könnt ihr jetzt hier an die Wand gehen und könnt dann das vierte Abzeichen dort reinhängen oder dran pinnen. So, und dann öffnet sich hier eine Geheimtüre. So, die könnt ihr dann betreten. Dann könnt ihr auch diese Tür öffnen und dann hört ihr schon das Telefon klingeln. So, und jetzt könnt ihr hier runtergehen und dann seht ihr auch schon die ganzen Jasons, die hier stehen. Richtig, boah, richtig Gänsehaut-Feeling. So, hier könnt ihr nochmal euch so eine Zeitung anschauen. So, auf jeden Fall. So, hier habt ihr dann die ganzen Jasons, die dann alle zur Verfügung stehen. Und es war schon komisch, hier so durch den Raum zu gehen, das erste Mal. So, hier auch dieser geile Savini-Jason, den ich hier leider nicht habe. Aber richtig nice. Ja, und ihr seht ja dann auch hier zwei von diesen Boxen, die noch zu sind. Hier ist noch eine zue Kiste und dort vorne ist noch eine zue Kiste. Und ja, zu diesen Kisten werde ich nochmal ein extra Video machen, denn das nächste DLC wird ja einen neuen Jason beinhalten, zu dem ich auch im Stream schon was gesagt habe. Und ich schätze mal, dass eine dieser Kisten halt der neue Jason sein wird. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall an dieses Telefon gehen. Und ja, dann seht ihr jetzt, was passiert. You can bring him back, you know. There's always a way. Wo ich das Ganze heute Mittag gemacht habe, habe ich mir erst gedacht so, what the fuck, jetzt ist das Ganze schon zu Ende. Also, ich meine, gut, wenn man natürlich jetzt das Ganze nicht mit anhand einer Anleitung durchspielt oder so, dann ist das natürlich langwieriger. Aber ich war auf einmal trotzdem geflasht, dass es auf einmal, ich sag mal so, nach diesen einfachen Rätseln, sage ich jetzt einfach, ich sag jetzt einfach mal einfache Rätsel, weil, oder schnelle Rätsel, was ging eigentlich schnell jetzt, dass man schon durch ist. Aber nein, es gibt dann, wenn ihr jetzt auf Offline spielen klickt und dann nochmal auf Virtual Cabin, dann seht ihr gleich, dass die Virtual Cabin Version 1.3 geladen wird. Das heißt, es gibt noch mehr zu erkunden. So, und ja, wenn ihr weiterkommen wollt, wenn ihr wollt, dass ich noch ein Video mache zu zur nächsten Virtual Cabin Version, dann lasst ein Like da, kommentiert. Abonnieren könnt ihr natürlich auch. So, hier oben seht ihr jetzt nochmal Loading Patch 1.3. Und ja, wenn ihr wollt oder wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann, wie gesagt, Kommentar da lassen und so. Und dann werde ich auch dazu ein Video machen. Und ja, es hat mich gefreut, dass ihr so lange zugeguckt habt. Vielleicht konnte ich euch helfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut da rein und ciao.